Nach mehr als zwei Wochen unendlichem Leid in Savar, nahe der Hauptstadt Dakar, jubeln die Menschen an der Unglücksstelle. Eine junge Frau wird lebend aus den Trümmern gerettet. Sie hat 16 Tage eingeschlossen von Betontrümmern überlebt. Die vielen Helfer versorgen sie mit Wasser, Sauerstoff, Kochsalzlösung und bringen sie in ein Militärkrankenhaus. Der Frau geht es erstaunlich gut, berichten Augenzeugen. Sie überlebte in einem Hohlraum im zweiten Stock, wo sie Wasser und Lebensmittel fand. Mit Klopfzeichen versuchte sie immer wieder, die Helfer auf sich aufmerksam zu machen. Es war sehr schwierig, mich bemerkbar zu machen. Ich habe mit allem geklopft, was ich kriegen konnte. Die Rettung der jungen Näherin bleibt ein Einzelfall. Heute gaben die Behörden bekannt, dass die Zahl der Toten auf mehr als 1000 gestiegen ist. Das ist das schlimmste von Menschenhand zu verantwortende Unglück in der Geschichte von Bangladesch. Die Besitzer der Fabriken sollten ihre Gebäude vorsichtiger bauen und sich an die Vorschriften halten, damit sich so eine Katastrophe nicht wiederholen kann. Es ist nicht nur die Trauer um die Toten, die die Menschen von Savar bedrückt. Die 2500 Verletzten und ihre Familien stehen vor dem wirtschaftlichen Ruin. Deswegen fordert die Internationale Arbeitsorganisation der Vereinten Nationen Hilfe für eben diese Verletzten. Bei der jetzigen Katastrophe sind ja nicht nur unendlich viele Leben verloren gegangen, sondern es wurden noch viel mehr Menschen verletzt, teilweise mit bleibenden Schäden. Die ILO will sicherstellen, dass durch Schulungen und Umschulungen solche Leute, die nicht mehr als Näher arbeiten können, trotzdem wieder einen Job finden, dass auch für die gesorgt wird. Die ILO hat unmittelbar nach dem Unglück Experten nach Bangladesch geschickt. Die haben mit der Regierung, den Arbeitgebern und den Gewerkschaften unter anderem einen besseren Arbeitsschutz in den Fabriken vereinbart. Aber auch die Textilketten aus dem Westen sind gefordert. Wir machen natürlich auch Öffentlichkeitsarbeit, dass der Druck dabei bleibt. Wir machen auch Druck auf die Abnehmer, auf die Importeure. Die Firmen, die in Bangladesch produzieren lassen, sollen mehr Verantwortung dafür übernehmen, unter welchen Bedingungen dort produziert wird. Und die Gewerkschaftsrechte sind uns ganz wichtig, denn Gewerkschaften, die haben ein großes Interesse daran, am Ball zu bleiben. Reshma Begum hat die Katastrophe überlebt. Eine Katastrophe, die ihre Arbeitgeber aus Profitgier ausgelöst haben und die die Gleichgültigkeit der westlichen Kleiderketten und ihrer Kunden möglich gemacht hat.